Hallo und herzlich willkommen zu meinem ersten Unboxing-Video. Im schwarzen Karton ist der neue Transportrucksack für mein DJI Inspire. Dann lasst uns mal sehen, wie wir das gute Stück aus seiner Verpackung bekommen. Während ich hier hart am Arbeiten bin, kurz zu den Daten. Der Rucksack hört auf den Namen Inspec X5 und wird von der amerikanischen Firma Bestim Aerial produziert. In Europa habe ich nur einen einzigen Versandhändler dafür gefunden, die Firma UAV Gear in London. Aber noch ist der Brexit nicht vollzogen und das Pfund billig, also schnell bestellt. Eins kann ich an dieser Stelle festhalten. Erster Pluspunkt ist die sehr gute Transportverpackung. Damit war der Rucksack von seiner Reise aus den USA nach England und dann weiter zu mir perfekt geschützt. Da ist er nun, mein neuer Rucksack. Müssen wir das Baby nur noch herausbekommen? Zum Schutz gegen Feuchtigkeit also noch eine große Kunststofftüte. Die schaffe ich aber auch noch zu entfernen. Keine Ahnung, was das für Beipackzettel sind. Ich lege sie erstmal zur Seite. Hey, was meint ihr? Diese Variante mit der Nylon-Hardshell sieht doch echt schick aus, oder? Tada! So sieht das gute Stück also von innen aus. Ich halte einfach mal jetzt kurz die Klappe, damit ihr in Ruhe selber schauen könnt. Ach so, als Zubehör liegt noch ein Regenponcho für den Rucksack dabei und ein Gimbal-Lock für die X3, nicht für die X5. Wenige Sekunden später. Ich habe meinen Inspire etwas vom Zubehör zur Seite gelegt und werde mal schauen, wie sich die einzelnen Teile im Rucksack platzieren lassen. Das Ganze intuitiv, bis jetzt habe ich nicht einen Blick ins Handbuch geworfen. Wie ihr selber sehen könnt, passen alle Teile sauber in den Formstoff. Nichts ist zu eng, aber es wackelt auch nichts. Genau so soll es sein. Insgesamt passen hinein ein Inspire, zwei Funkfernbedienungen, sechs Akkus, zwei Tablets und ein Ladegerät. Und im Deckel des Rucksacks noch zwei bis drei Sätze Rotoren. Da ich über keine zweite Fernbedienung verfüge, lege ich an deren Stelle noch meine Filter, Zubehör und mein zweites Ladegerät hinein. So zumindest in der Theorie, ich habe heute nicht mein gesamtes DJI-Zubehör dabei. Und wie heißt es so schön, das Beste zum Schluss. Wer aufmerksam zugeschaut hat, wird es bemerkt haben. Der Inspire ist im Landing Mode und die Kamera schon montiert.
Dabei ist der Rucksack für beide Modelle ausgelegt, Zenmuse X3 und Zenmuse X5. Also heißt es nur noch Koffer auf, Inspire raus, Rotoren montieren und schon kann geflogen werden. Yippie! Darauf habe ich mich lange gefreut. Ich hoffe, das Video war für euch informativ. Bis bald, euer Videoflieger.